Fernsehen ist auch schwierig geworden, seit ich über 30 bin. Meine Freunde gucken jetzt alle Tatort. Das muss man auch irgendwie mit 30, oder? Ja? Sehr, oh, Fans. Hört mal ein bisschen weg. Nein, also wer noch nie einen Tatort gesehen hat, mal kurz zur Erklärung. Tatort, das sind Krimis für Menschen, denen Krimis zu spannend sind. Oder? Das ist, kann man so... Bitte guck mal zum Vergleich einen amerikanischen Krimi, oder? Entschuldigung, bei CSI Miami ziehen sie Cracknutten aus den Everglades. Beim Tatort ziehen sie Oma Lotti aus dem Karpfenteich. Ja. So was kriegen die Deutschen einfach nicht hin, oder? Es ist irgendwie, manche Sachen kriegen sie nicht. Stell dir mal eine Serie wie Breaking Bad auf Deutsch vor. Ja, ihr kennt Breaking Bad vielleicht, ja, so eine amerikanische Serie, super erfolgreich, Chemielehrer bastelt in seinem Labor Crystal Meth. Ja, irgendwie. Stell dir das mal auf Deutsch vor. Das wäre wahrscheinlich Robert Atzorn als unser Dealer Dr. Specht, der in seinem Schrebergarten Ahoi-Brause herstellt. Weißt du, das ist so die deutsche Version. Das Beste am Tatort finde ich aber die Tatort-Kommissare, die alle so voll echt nach Kommissar aussehen. So richtig abgewichste, harte Säue wie Simone Tomalla. Es tut mir leid, aber Simone Tomalla sieht ungefähr genauso nach Kommissar aus wie Pamela Anderson nach einer Rettungsschwimmerin, oder? Gut, in Hamburg haben sie jetzt natürlich zwei neue Kommissare. Ja, toll, so ein kleines Bundesland, zwei Kommissare. Und einer davon kann sogar sprechen. Hat jemand die Schweiger-Tatorte gesehen zufällig? Ich hab's, ja? Und, ist es gut? Ich weiß es nicht, ich hab's nicht gesehen. Nee. Ich hätte so gern mal einen Tatort mit Schweiger gesehen, weil ich hätte so gern mal ein Verhör mit Til Schweiger gesehen. Wo waren Sie gestern zwischen 16 und 18 Uhr? Bitte was? Ich habe Sie rein akustisch nicht... Wo waren Sie gestern zwischen 16 und 18 Uhr? Tut mir leid, ich verstehe Sie nicht. Sollen Sie reden, oder? Fränkischen Tatort gibt's jetzt auch. Toll. Fränkischen Tatort. Hat den jemand geguckt? Ich habe es auch verpasst, ich hätte es so gern gesehen, weil ich stelle es mir so geil vor, weißt du, so Montagmorgen, 9 Uhr, Kommissariat Nürnberg, Abteilung D wie Tötungsdelikte. Beim traditionellen Dutschengeräu der Pressack-Weitwurf finden die Kommissare neben einem federweisen Fass eine Leiche, Verziehung, einen Toten. Schnell tippen sie auf einen Ritualmord, denn neben der Leiche hat jemand aus 738 Nürnberger Rostbratwürsten den Satz gelegt, verreck du Brunskübel. Das ist fränkisch. Toll. Ich habe mir geschworen, ich gucke erst dann den Tatort, wenn Martin Semmelrocke Kommissar wird. Dann, gut, das stelle ich mir so geil vor. Martin Semmelrocke als Kommissar und wenn sein Assistent dann zu ihm sagt, so, Herr Kommissar, wir haben hier drei Leichen, zwei davon waren Drogendealer und jetzt ist natürlich die alles entscheidende Frage. Sind noch Drogen da? Das. Pff.